Ihr müsstet echt dabei sein. Wir liefern uns hier gerade die Wortspiele hin und her und ich muss es wieder erzählen. Laura sagt gerade, drehen wir mal eben ab. Wir sind immer abgedreht hier. Also so geht das hier wirklich von einem zum nächsten und ich glaube, das ist auch oft der Grund, warum ich immer so das Lachen mir verkneifen muss, wenn wir starten. Heute drehen wir ab und zwar ein herbstliches Outfit und haben dafür auch ein bisschen Stoffe aus der neuen Herbst-Winter-Kollektion ausgesucht, die du ja jetzt noch vielleicht noch nicht ganz so gut bei uns kennst und gesehen hast, weil sie halt neu sind. Und mal gucken, wie lange sie so bleiben dürfen, denn das ist tatsächlich ein ganz, ganz tolles Outfit in schönen warmen Tönen, aber so ein bisschen erdig gehalten. Und zwar haben wir hier auf die Puppe gebracht einen Hosenstoff im Handtrittmuster in so einem tollen Beige mit so einem warmen ja, Karamell fast und einem ziemlich dunklen Braun-Schwarz. Ich muss hier gerade mal, ich muss mal die Lupe draufhalten. Also dunkel gemustert. Und das ist natürlich ein ganz klassisches Muster, wo man halt eben auch sehr, sehr schön eine Hose rausnähen kann. Genauso gut natürlich auch einen Bläser nähen kann. Ein Kleid wäre auch toll. Dieses Material hier hat jetzt nur 2% Elastan, das heißt, es ist wirklich nur für die Bequemlichkeit und nicht jetzt wirklich besonders stretchig. Also das musst du bei deiner Schnittwahl berücksichtigen. Ich habe natürlich einen Schnittvorschlag für dich und zwar mag ich das ja klassische Muster, sportlich und modern zu sein und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du dir eine Cargohose, zum Beispiel diese hier von Kibadu, daraus nähen könntest. Es gehen aber natürlich auch alle klassischen Hosen. Ganz, ganz klar. Eine Marlene-Hose sieht immer schön aus. Eine Buntfaltenhose würde auch gehen. Also das funktioniert mit diesem Stoff tatsächlich alles. Und das ist ja nun mal eine Idee. Du könntest nämlich dann dazu diesen schönen Blusenstoff hier kombinieren. Und zwar ist das ein Viskosestoff mit dem tollen Blumenmuster. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Mustermix hier zusammengebracht. Ein bisschen Karo mit ein bisschen was Floralem. Passt toll zusammen, finde ich. Und da habe ich als Schnittmustervorschlag mitgebracht die Tessa von Kibadu. Ist ein Kleiderschnitt, den man aber auch als Bluse verkürzen kann. Und also in dieser Optik stelle ich mir auch den Rüschenkragen sehr, sehr schön vor. Wenn du ein bisschen rüschig veranlagt bist, könnte ich mir das wirklich super vorstellen. Und wenn du nicht rüschig veranlagt bist, dann machst du natürlich dieses Blusenshirt mit dem geraden Ausschnitt. Das ähnelt dann sehr meiner Bluse, die ich heute trage. Und das geht natürlich auch. Ja, wir haben auch noch einen Jackenstoff dazu kombiniert. Und zwar ist das ein Wool-Bouclé, auch in dieser schönen Farbe. Ich glaube, wir haben sie als Terra drin. Ich weiß es gar nicht genau. Terra, denke ich, ist drin. Aber du hast ja auf jeden Fall in der Beschreibung hier die Artikelnummer drin. Die ist verbindlich und darunter findest du diesen Stoff. Und ich habe das Schnittmuster gerade nicht. Warte mal einen Moment. Das liegt daran, weil wir die Jacke eigentlich ergänzt haben, als diese Outfit-Kombination schon auf dem Weg nach hier oben war. Und da haben wir dann plötzlich so ins Regal geguckt und gedacht, dieser Wool-Bouclé in dieser Farbe passt doch auch toll, ist schön Ton in Ton, kann man gut rüberziehen. Und du könntest dir zum Beispiel die Frau Ava von Hedi Ne daraus nähen, einen Mantel. Ein bisschen oversized, aber nur so ein bisschen. Schön gemütlich, Schal um, kann man da draußen gehen. Ich glaube, man schafft auch wirklich noch kältere Temperaturen damit perfekt zu überbrücken. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Herbst-Winter-Outfit. Jo, so, das war's für heute, ne? Wir drehen ab und hören jetzt auch auf. Wir drehen jetzt ab. Also, bis morgen. Ciao.